47. Been a thing before you decided what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies, rang true. Sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Dazu gibt es natürlich auch eine ganz tolle Musik. Und die Jury ist die Birgit Winkel, Melanie Petzrich und Martin Nordlohne. Kommt doch mal bitte her. Ja, Birgit, Melanie und Martin. Euch beiden kennt man ja schon, aber Martin, den kennen wir zwar auch von der Integrationsgruppe hier aus Lohne. Wir haben ja vor ein paar Jahren dieses Tauschprojekt gemacht, aber Martin, jetzt hier in der Jury zu sein beim Filmfestival, was ist das für dich für ein Gefühl? Ja, ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich das richtige Jurymitglied bin, ob ich die Ahnung habe, aber ich will mal schauen, ob ich da gut die Filme bewerten kann. Was war das für mich? Martin, das haben wir ja gesehen, bei RTL wurde auch alles ausgetauscht. Da ist kein Dieter Bohlen mehr, da ist kein Bruce Danell mehr und so weiter. Wir fangen hier damit gar nicht erst an. Ab und zu wird mal wieder ein neues Gesicht zu sehen sein. Hast du schon alle Filme gesehen oder schaust du sie dir heute und morgen und übermorgen und Sonntag an? Nee, ich habe noch keinen Film gesehen. Ich schaue mir den heute an. Morgen schaue ich mir den zu Hause an. Und am Sonntag schaue ich mir den hier an und am Samstag auch.
Und Martin, eine Frage noch, was gibt es Neues von der Integrationsgruppe? Denn ihr kennt sie doch alle, die Integrationsgruppe. Dafür hat Martin schon mal einen riesen Applaus. Ja, wir haben uns dieses Jahr nicht so oft getroffen, aufgrund der Corona-Pandemie, aber wir sind seit circa 8 Wochen wieder dabei. Wir treffen uns jetzt alle 14 Tage und alle sind mit Begeisterung dabei und freuen sich auf die 14-tägigen Gruppenstunden. Und wir schauen mal, was wir noch bis zu Weihnachten machen werden und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder schön durchstarten können. Wir fahren nächstes Jahr auf jeden Fall nach Holland mit der Integrationsgruppe für 5 Tage. Das ist eine neue Sache für uns und darauf freuen wir uns sehr. Wann soll das sein? Natürlich im Sommer. Im Sommer, in den Sommerferien. Ja, auf jeden Fall toll, toll, toll. Und dass wir bis dahin genug Geimpfte unterwegs haben, dass wir das auch wieder dürfen. So, Melanie, was gibt's bei dir Neues? Ja, erstmal hi zusammen. Schön, dass ihr heute hergefunden habt bei dem Wetter. Was gibt's Neues? Ja, seit letztem Jahr, Corona hat uns auch natürlich beschäftigt. Ansonsten würde ich sagen, Business as usual im Schutzengelprojekt. Ja, du hast auch noch keine Filme gesehen? Nein. Auch erst heute? Genau, ich werde mir auch alle 4 Filme hier hintereinander angucken und jeden Abend dann hier sein. Hast du einen Favoriten? Natürlich nicht. Natürlich, jetzt bin ich, wie gesagt, 4. Jahr hier oben. Ich versuche es immer wieder. Ich kriege aus euch nichts raus. So, Birgit! Ja, schönen guten Abend. Ich grüße dich. Ja, du bist doch herrlich. Ich finde das total klasse. Man sieht von hier oben gar nichts, aber von unten weiß ich. Mikro so ein bisschen zu halten, dass viele heute Abend da sind, darüber freue ich mich sehr. Ja. Du bist so sommerlich gekleidet. Erwartest du noch wärmere Temperaturen heute? Also sommerlich sieht anders aus. Bei dir. Aber so kalt ist es ja noch auch nicht. Wir haben ja auch schon kältere Abende erlebt. Das hast du einen Favoriten bei den Filmen? Noch keinen, ich habe auch noch keinen der Filme gesehen und bin ganz gespannt. Und unter den Kriterien, wie man bewertet, weiß man auch vorher nie, was da rauskommt für einen selber. Ihr habt ja so einen Bewertungskatalog. Ja. Da steht ja drauf, weiß ich nicht, Regie, Maske, Autor, Schnitt, Produktdesign. Was haltet ihr von meiner Maske? Das bewerten wir nicht. Das ist außerhalb der Werte. Solide. Herr Klatscher, wer war das? Wir sprechen uns noch. Aber es gibt doch bei euch sicherlich einen Film, wo ihr sagt, da freue ich mich ganz besonders drauf. Bei mir ist es zum Beispiel Kettwiese. Kann ich nicht sagen, dass es ein besonderer ist. Nee, gar nichts. Also ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Ja? Anthony Hopkins. Großartiger Schauspieler, mal gucken, was von Er hat ja mal gesagt, natürlich. Er hat ja mal gesagt, zur Not spiele ich auch ein Cocknet. Das hat er wortwörtlich mal gesagt. Gut, dann würde ich sagen, erstmal Dankeschön für euch, dass ihr heute Abend hier bei diesem wunderschönen, strahlenden Sonnenschein, hätte ich bald gesagt, auf die Bühne gekommen seid, trotz Regens, und euch vorgestellt habt. Wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn es heißt, wer den Olfi bekommt, euch viel Spaß, euch auch. Und ihr dürft euch wieder hinsetzen, denn jetzt hole ich noch, wenn ihr die Mikros einfach da in den Koffer legt. Jetzt würde ich gerne noch den David Nö, das ist der erste Vorsitzende hier von der Freilichtbühne, den würde ich gerne noch mal hier auf die Bühne bitten. Ein Riesenapplaus nochmal für die Jury. David, ich grüße dich. Letztes Jahr noch in der Jury gewesen. Heute stehst du alleine hier auf der Bühne. Woran liegt's? Ja, woran liegt's? Nee. Hat nichts mit RTL zu tun. Nee, gar nichts. Dieses Jahr eine andere Jury. Ist ja auch für die Filme interessanter, dass nicht immer die gleichen Meinungen sind, würde ich sagen. Dann nochmal so ein bisschen aus. Ja, genau. Ja. Und dann gucke ich mir das dieses Jahr mal ganz entspannt an. Denn ohne die Techniker, Tontechniker, Lichttechniker und was auch immer, Bühnenbildner, wäre das hier nicht möglich. Sei es für die Schauspieler, die hier spielen, oder auch für uns. Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und einen riesen Applaus. David, ich habe noch eine Frage. Was habt ihr denn dieses Jahr für Stücke gespielt und wie war die Resonanz trotz Corona?
Ja, wir waren, oder ich sag mal, wir sind am Anfang des Jahres in die Planung gegangen, weil wir vorher gar nicht wussten, was wir machen können. Und hatten eigentlich geplant, zwei Ersatzstücke zu spielen, anstatt Madagaskar als Familienstück und Heiße Ecke als Abendstück. Das möchten wir jetzt gerne nächstes Jahr spielen, wenn es die Planungen zulassen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, wir spielen den dritten Teil vom Räuber Hotzenplotz, keine Angst vor Hotzenplotz. Das haben wir auch gemacht mit 6 Aufführungen. Und das andere Stück sollte Ladies Night sein, eine Komödie. Aber das mussten wir absagen, weil wir einfach nur online proben konnten eine ganze Zeit lang und nicht live auf der Bühne. Und dann wussten wir, wir kriegen die Tänze nicht hin, die, ja, alles mögliche, dieses szenische Bild. Ja, nur mit der Keine Angst vor Hotzenplotz, da ging es online ganz gut voran. Und dann konnten wir auch, als es hieß, ihr dürft wieder auf die Bühne, ja, konnten wir loslegen. Dürft ihr denn mit vollem Haus spielen? Oder mit wie viel Zuschauer dürft ihr? Erstmal, wie viel passen hier rein? Also wir haben offiziell 780 Sitzplätze. Wobei heute ja schon 750 besetzt sind, meinetwegen. Ja, und auf jeden Fall können wir mit den Notbänken und alles, was wir hinten haben, da haben wir es auch schon geschafft, um die 900 auch mal 1000 Leute reinzulassen. Ja, aber wir haben dieses Jahr uns bewusst dazu entschieden, auf 220 zu bleiben, auch wenn wir nicht mehr unbedingt auf Abstand setzen müssen, aber es ist einfach für das Gefühl vom Zuschauer und für die Sicherheit auch, dass wir sagen können, wir setzen die Leute auf Abstand und wir bleiben bei 220. Und nächstes Jahr wird die Hütte wieder voll gerockt, da bin ich sicher. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Was habt ihr denn so an Stücken für nächstes Jahr? Außer jetzt, das, was du gesagt hast, dieses Abendstück, das habt ihr ja geplant. Habt ihr da noch ein anderes vor? Ja, auf jeden Fall Madagaskar, was wir ja auch spielen wollten als Familienstück. Ach, das war dieses Jahr auch. Genau, und das haben wir nicht gemacht, ach so, aus dem Grund, weil wir da 70 bis 80 ja. Darsteller sind. Und das ist ja wirklich so, wann hat man sich das letzte Mal, außer jetzt in den letzten Wochen, mit 70 Leuten treffen können? Das war bei uns im Verein hier genauso, weil sie hätten wir nie proben können. Ja, und deswegen fehlt das Stück aus und dann haben wir keine Angst vor Hotzenplotz gespielt. Da brauchten wir unter 10 Personen, da konnten wir relativ schnell wieder anfangen zu proben. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Und nun hast du die große Ehre, die 11. Filmfestspiele zu eröffnen. Bitte schön. Ja, ich wünsche auf jeden Fall gute Unterhaltung. Wir sind froh, dass es zum 11. Mal hier auf der Freilichtbühne ist. Und viel Spaß bei den 11. Filmfestspielen bei uns auf der Freilichtbühne. Auch ich kann mich nur bedanken nochmal und wünsche euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder zur gleichen Stelle um die gleiche Uhrzeit. Viel Spaß, bis morgen. Ciao.